Mieses Gegend. Ganz. Ganz mies Gegend. Wir springen. Haben wir schon 10-mal gesehen. Oh. Ich will doch nur meinen Feuerschlag probieren. Okay. Ich habe mich selbst unter Feuer gesetzt. Wenn ich nicht will, dass die Alps mich aufspüren, sollte ich jeden erledigen, der mich gesehen hat, bevor er Meldung machen kann. Ja, natürlich. Was haben wir für Snacks? Pause. Serve. Apfel. Ja, das wird reichen. Okay, wir werden reingehen müssen. Wir werden den Konverter jetzt nochmal machen. Bisschen Elix sammeln. Oh, du bist schon tot. Ein bisschen Elix? Ja. Damit wir weiter Elix-Tränke zusammenstellen können, herstellen können. Irgendwann höre ich Schnurren. Die Leuchtung hier drin ist ganz schlecht. Habe ich keine Taschenlampe? Ah, eine Fackel. Ist hier überhaupt irgendwas? Da oben mir soll es sein, das Viech. Ja, ob da ist noch ein Zauber. Machtwelle, Truhe. Schlechter Zeitpunkt, schlechter Zeitpunkt. Wirklich. Ah. Dann nehmen wir den Lift drauf. Schlechter Zeitpunkt. Ja, für den Wühler war es ein schlechter Zeitpunkt. Ist schlecht beleuchtet drinnen. Maschinenteile. Runter, 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 runter. Ruhe öffnen. Ja, doch, mit dem Elixid zahlt sich das schon aus. Der Hauptgrund, warum wir hier sind. Für ein Elixid sammeln. Kann ich nicht speichern. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob hier ein Bossfight auch war. Seewühler. Was hat er mich erwischt? Machtstöße. Exit, Exit, Exit. Bist du jetzt eigentlich stolz? Wie bitte? Naja, jetzt wo du zu dem Berserkern gehörst. Stolz auf sein Volk zu sein, ist eine menschliche Empfindung, der üblicherweise eine längere Zeit der Zugehörigkeit zugrunde liegt. Ah, nicht unbedingt. Ich bin schon sehr lange bei den Halsabschneidern der Wüste und... Naja, sagen wir, dass ich darauf stolz bin, wäre jetzt vielleicht zu viel des Guten. Warum fragst du mich dann so etwas? Ach, ich war nur neugierig, wie ein ehemaliger Alp über so etwas denkt. Wie eine Maschine denkt darüber. Und wie Maschinenteile. Okay, was haben wir hier noch? Rohes Fleisch, das rohe Fleisch. Warum habe ich so viel Setzerbrot? Das habe ich doch abgegeben. Astralfleisch ist auch ungekocht. Hätte ich gleich zu mir nehmen sollen. Cutscene. Gratulation! Die Kampfkolosse abwarten zu lassen und sie erst in den letzten Zügen der Schlacht einzusetzen, hat dem Feind das Genick gebrochen. Ein strategisch perfekt gelungener Feldzug. Wir müssen trotzdem weiter wachsam bleiben. Noch einmal werden sie nicht darauf hereinfallen. Der Sieg ist jedenfalls ganz allein dein Verdienst.
Sehr zum Unwillen der anderen Commander und der Elexitoren, würde ich vermuten. Meinst du? Wie kommst du darauf? Stärke, Logik und Effektivität sind unser höchstes Gut und Beitrag zum Erhalt unseres Volkes. Ein aufstrebender junger Offizier hat am Anfang seiner Karriere sehr viele Hürden zu nehmen. Nicht selten gegen seine eigenen Männer. Und du bist unglaublich schnell sehr stark geworden. Also halte dir stets den Rücken frei. Ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendjemand im Eispalast meine Havarie und meine Exekution geplant hat. Aber wer? Wo ist mein Mana? Hier oben. Galle. Anleitung für irgendwas. Da war noch was. Elektroschrott. Den kann ich mich sicher hereinhacken. Oben wartet schon ein stärkerer Gegner. Oh wow. Probieren wir es einfach mal. Das war nichts. Okay. Okay. Wir fangen klein an. 1 größer als 4. 4. 1 kleiner als 4. 4 größer als 2. 2 ist kleiner als 3. Okay. Das heißt, wir haben hier. Warte mal, 4 ist größer als 2. Haben wir gerade nicht 2 probiert? Wir haben 2 probiert. Nehmen wir hier 3. Upsi. Delete. 3. Nein, das kann nicht sein. Oje, 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 oje. Das stimmt mit mir nicht. Oh! 3. 7. Das war nichts. Mist. Mist. Oh, ich hab ganz vergessen. 1, 4, 5, 3. Irgendwas. 8. Geht doch. Ja. Passt, passt, passt. Ich bin nicht gut genug. Ja, yep. Ansonsten liegt hier nichts. Gehen wir besser speichern, bevor wir es nochmal hacken müssen. Euer Forst ist schon draußen. Mit den anderen von Wärtern waren härtere Bossfights. Okay. Musste wieder von Schrott stellen. Mr. Ray. Oh, gib mir das Elex. All das Elex. Haben wir hier. Okay, nichts. Elex, Elex, Elex. Das werden wieder gute Tränke werden. Da werden die Attribute wieder hochgelevelt.
Da war doch was. Ja. Ich sehe dich, Energiezellen. Oh. Das Biest kaufe ich mir. Ray kauft sich das Biest, schaut nach Alien aus. Bleiben, Dragon. Ja, schaut stark nach Alien aus. Ha, ah ja, stimmt, der Typ. Habe ich ganz vergessen. Wie heißt er? Du bist Arr. In einem Stück hier hochgekommen? Beeindruckend. Offenbar bin ich nicht der Einzige. Ich hatte mehr Glück als Verstand. Diese Mutanten haben mich bis in den Konverter verfolgt und bedrohen mich seit einer Ewigkeit. Ohne meine technischen Fähigkeiten wäre ich nicht so weit gekommen. Die paar Mutanten waren dir zu viel. Zu Beginn war eine ganze Horde hinter mir her und hat mir ordentlich zugesetzt. Es ist mir gelungen, einen der Abflussschläuche zu durchtrennen und den gesamten Eingangsbereich zu fluten. Allerdings sind die Viecher recht robust. Mir blieb nichts anderes übrig, als einen Teil der Maschinen auszuschalten, damit sie mich nicht weiter verfolgen. Du bist also technisch begabt. Ich bin ein Akolyt der Kleriker. Wir wissen alle sehr viel über Technik und machen sie uns zunutze. Ein Akolyt in Edan. So ist es. Und es war ein weiter Weg aus den Bergen von Ignadon. Aber manchmal muss man ein Risiko eingehen, um etwas zu erreichen. Dich bedrohen hier keine Mutanten mehr. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass sie aus dem Weg geräumt wurden? Sieht ganz so aus. Du hast mir geholfen. Interessant. Ja, und jetzt gib mir dein Elixit. Alles? Ja, alles. Und jetzt her damit. Nun gut, immer noch besser als der Tod. Nun kann ich wieder meinen Aufgaben nachgehen. Was wolltest du im Konverter? Ich bin im Auftrag der Kleriker unterwegs, um neue Ressourcen zu erschließen. Um welche Ressourcen handelt es sich? Wir brauchen immer neue Rekruten, die sich unserer Sache annehmen. Ich bin allerdings auf der Suche nach bestimmten Elektroteilen, die uns im Krieg gegen die Alps weiterhelfen. Über die Tücken der Wildnis bin ich mehr als gut informiert. Und dennoch machen sie mir immer wieder Probleme. Du hingegen scheinst nicht nur furchtlos, sondern auch außerordentlich fähig zu sein. Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Wir könnten beide von unseren Fähigkeiten profitieren. Ich könnte dir in technischen Fragen von Nutzen sein. Im Gegenzug hilfst du mir, Situationen wie diese in Zukunft zu vermeiden. Okay, ich nehme dich mit. Aber mein Wort ist Gesetz. Diese Entscheidung wirst du nicht bereuen. Meine Waffe ist deine Waffe. Hoffen wir es. Wo treffen wir uns, falls wir getrennt werden? Wir treffen uns vor den Ruinen westlich von Goliath. Alles klar. Den Treffpunkt werde ich schon finden. Du gehörst doch jetzt zu den freien Menschen. Ja, richtig. Warum? Ich wundere mich etwas über dich, da deine Ambition doch im Wesen eine gänzlich andere ist, nicht wahr? Mag sein, jedoch beginne ich die freien Menschen mit der Zeit immer besser zu verstehen. Ah ja, heißt das auch, dass du immer in ihrem Sinne handeln wirst? Solange sie mir nicht im Weg stehen. Ein sehr zweckmäßiger und selbstsüchtiger Gedanke, findest du nicht? Ja, vielleicht. Doch sind genau das nicht ebenfalls sehr menschliche Eigenschaften? Interessant. Welche Elektroteile suchst du? In dem stillgelegten Konverter von Edan soll sich ein hochempfindliches Sensormodul befinden. Ich soll eine hochleistungsfähige CPU aus einer speziellen Kampfmaschine der Alps im Kriegsgebiet von Abessa finden. Aha. Ich brauche dann noch etwas von dem Spezialmetall Gaurodium aus dem Meteorkrater von Ignadon. Das Gelenk einer Vorkriegsmaschine soll sich auf dem Schrotthaufen des Forts der Outlaws befinden. Das brauche ich auch. Ach was. Und ich brauche eine Miniatur-Elex-Batterie, wie sie in den Gleitern der Alps verwendet werden. Ah ja. Und das ist dann alles, ja? Richtig. Am besten du speicherst das in deinem Adjutor.
In Ordnung. Ich helfe dir bei deinem Auftrag. Hervorragend. Nach meinen Recherchen haben wir noch eine lange Reise vor uns, bis wir alle Teile gefunden haben. Das wird sicher unterhaltsam. Warten wir es ab. Wegen der Elektroteile? Ja? Ich habe das Sensormodul, das du wolltest. Es ist in der Tat hoch entwickelt. Er wird sehr zufrieden sein. Wer ist dein Auftraggeber? Ein Kleriker aus dem Hort von Ignadon. Geht das auch genauer? Wie heißt er? Sein Name ist... er ist... ein Legat aus dem Hort. Okay, aber wie heißt er? Wir? Dein Auftraggeber. Ach ja. Sein Name ist... Name... Er ist Legat aus dem Hort der Kleriker. Ah ja. Entzückt. Oh. Professor Ray. Professor Ray. Da komme ich gar nicht dran. Da liegt doch noch Loot herum. Ich rieche die Loot. Hup. Ich rieche die Loot herum. Was haben wir hier? Oh. Sehr schön. Elektra, Sprengraketen, Atommütze, Elektra, Elektra. Fettloot, Fettloot liegt hier rum. Grundstöcke, sagt mir gar nichts. Klingt noch eine seltene Pflanze. Okay. Wir hopfen. Sollte ich nicht irgendwelche Teile aufsammeln? Waren die doch alle unterhalb? Hm, was sagt meine Missionskarte? Wärter Idan. Ja, Maschinenteile 3 von 6. Habe ich ein paar übersehen unten anscheinend. Aber ich habe ein paar aufgesammelt. Roboter muss ich bezwingen. Maschinenteile, wo ist der Rest? Warte, 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 warte. Was will die Mission jetzt von mir? Miese Gegend. Ganz miese Gegend. Soll direkt was vor mir liegen. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Total Schrott. Corin, wer bist du? Das war's dann wohl. Jetzt schickt man mir schon Kopfgeldjäger auf den Hals. Kopfgeldjäger? Natürlich. Ich kenne Visagen wie deine doch zur Genüge. Oder willst du mir etwa erzählen, du bist rein zufällig hier? Langsam. Erklär mir erst einmal, was Sache ist. Ich habe versagt. Mehr gibt es nicht zu erklären. Vergiss einfach, dass wir uns begegnet sind. Ich stecke eh schon zu tief drin. Ich bin auf der Suche nach Maschinenteilen. Maschinenteile? Moment. Dann ist ja doch nicht alles verloren. Langsam. Jora hat dich mit keiner Silbe erwähnt. Hat er nicht? Aber dabei bin ich doch beauftragt worden, am Konverter Maschinenteile zu suchen. Das ergibt keinen Sinn. Und wie das Sinn ergibt, ich erkläre es dir. Pass auf. Die Berserker versorgen dich mit allem, was du brauchst. Klamotten, damit du nicht erfrierst. Stahl, damit du überlebst. Und das Gesetz, damit du funktionierst. Und was ist das Problem dabei? Ganz einfach. Fällst du aus dem Rahmen, war's das mit dem Zusammenhalt. Du wirst verbannt oder hingerichtet. Und beides möchte ich mir gerne ersparen. Denn was in den Wäldern vorgeht, ist mir unheimlich. Die Maschinenteile, hast du welche? Ach, vergiss doch für einen Moment diesen Mist. Ja, ich habe ein paar finden können und nein, ich bin außerstande, weitere zu finden.
Sie sind der Grund, warum ich nicht zurück nach Goliath kann. Außer... Außer du hilfst mir dabei, die Restlichen zu finden. Das könnte mich vor der Verbannung retten. Man wird darüber hinwegsehen, dass ich so lange gebraucht habe. Wenn ich das für dich tue, will ich, dass es sich lohnt. Das wird es. Nicht verbannt zu werden, lasse ich mich was kosten. Als Toter könnte ich meine Splitter sowieso nicht ausgeben. Lass uns noch einmal über die Maschinenteile reden. Wirklich, Controller? Wirklich? Hier. Das habe ich im Konverter gefunden. Beim Barthes? Wahnsinn! Du weißt gar nicht, wie tief ich in deiner Schuld stehe. Hier, nimm so viel du tragen kannst. Jetzt wird man nachsichtig mit mir sein. Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist eine ehrliche Haut. Danke. Bringst du das Zeug jetzt nach Goliath? Ich werde mich bald aufmachen. Hoffentlich bricht dieses Monstrum nicht über mir zusammen. Du kommst schon klar. Ja, ich bin zwar nicht so leichtfüßig wie du unterwegs, aber mit den Teilen im Gepäck habe ich frischen Mut getankt. Also lass dich nicht aufhalten. Man sieht sich. Hm, interessant. Schlafen gehen interessant. Ja, kann ich mir vorstellen. So, was haben wir hier? Wieder angegriffen von einem kleinen Vogel. Da, Rückendeckung, Junge. Joa, komm. War da noch nicht irgendwo ein fettes Vieh? Das ist ein Banditen-Outlaw-Lager. Naja, das haben wir hier auch. Ach, Controller. Jetzt reißt sich zusammen. Er fightet schon wieder. Oh, das sind viele. Ray, scherz nicht mithelfen. Anscheinend trauen sie sich nicht ganz raus. Keine Munition mehr. Habe ich die Faust aufgebraucht. Jo, schaut schlecht aus für euch, Jungs. Oh. Wo ist Ray? Ray? Goddammit, Ray. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich auch bei dir. Der liegt einfach voll auf der Haut. Oh. Wenn ich ganz alleine die ganzen Banditen ausschalte auf der Brücke. Ganz alleine, Ray. Wo war die Unterstützung? Oh. Goddammit, Ray. Alle Banditen alleine. Blutiger Burger. Auf Knochenbrunnensuppe. Was ist das gute Teil? Das heißt, hier stehlen. Das sind doch Banditen. Das ist doch alles gratis Loot nochmal. Elixitbeutel. Geld sollte ich normal schon genug haben jetzt. Das sollte sein Geld nicht mangeln. Was haben wir hier sonst noch? Nicht wirklich viel Interessantes. Komisch. Das ist so ein fettes Lager. Ziemlich schwach belootet. Große Teller. Na Gott sei Dank. Da haben wir
Pfeile. Ach, wirklich? Das ist alles waches Lager. Ja. Dann war's das mit der Episode hier. Wir sind auf einmal fertig. Und tschüss. Oh Mann. Dann können wir mal grapschen mit Leo. Jetzt bist du dran. So, passt. Weiter geht's. Weil das die verdammte Anzeige wieder rum glitscht. Anscheinend werden wir nicht mit Leo reden. Abgeschlossen, Leo der Mutige. Wenig Brauchbares in den Trümmern hier. Nur ein paar Leos. Okay. Muni finden wir überall, die Waffen dazu, die passen. Ich bin nicht gut genug. Nice. Kleiner grüner Stein, okay, erzähl mir. Bis Tavars Küste sind deine Steckbriefe jedenfalls schon gekommen. Ah, sehr gut. Dann hast du den Brief von Leo schon gefunden. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Was ist mit deinem Bruder? Kann er dir nicht helfen? Tom ist im Moment, nun, sagen wir mal, er ist verhindert. Mhm. Komplizierte Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, wenn wir die Zeit dafür haben. Für jemanden, der auf der Flucht ist, ist es ziemlich leichtsinnig, hier herumzulaufen. Ja, das haben die Kerle da oben im Lager der Mitte auch gesagt. Ach ja? Ja, zwischen Abessa und Edan gibt es eine Siedlung von, ich nenne sie mal Krieger. Es sind Flüchtlinge, die nur darauf warten, dass sie jemand anführt. Sie haben mir Schutz angeboten. Aber das ist nicht mein Ding. Wäre vielleicht eher was für dich, aber was weiß ich schon. Was fällt dir noch ein zu Jacksons ehemaligen Leuten? Ich hörte, dass Mason des Öfteren in Edan gesehen wurde. Ich werde mich mal umhören. Vielleicht finde ich ja etwas raus. In der Zwischenzeit kannst du natürlich auf meine Kampfkraft zählen. Ach ja, und danke erstmal. Alles noch dran? Lass mal, es geht schon. Entzückend. Entzückend, ja. Natürlich. Das bin ich. Münzen. Elektroschrott. Nichts wirklich Brauchbares. Goldbrocken. Raten. Ah. Ja. Raten mag ich. Überhaupt in diesem Spiel. Das schaut nach einem Entwickler aus. Anleitung. Komme ich in die Käfige nicht rein? Das ist der Abstieg runter, wo noch mehrere Banditen warten. Ich war da schon unten. Hab schon noch die Presse bekommen. Ich meine, jetzt wird es wahrscheinlich besser laufen mit dem neuen Schwert. Bisschen Elex. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Oh. Vielleicht hätte ich doch in Lockpicks reinstecken sollen, noch nicht in Hecken. Hecken hat sich, glaube ich, noch nicht so viel ausgezahlt. Yep. Ja, da ist er wieder, der Rey Skywalker. Was gibt's denn da in der Decke drin, Rey? Oh,
sollten den Leuten nochmal sagen, er wäre nicht der perfekte Rey Skywalker. Was ist denn, Junge? Alles klar. Oh. Bitch, ich selber rum. Ah, jetzt schafft das so. Yep. Da ist er wieder. Typisch Rey. Wie wir ihn alle kennen. Oh. Ein bisschen Loot noch. Und das war's hier. Yep. Habt ihr noch einen Turm, wo er vielleicht reinkitschen kann? Ray. Da kann ich nichts rein. Das ist gutes Zeug. Da ist der nächste Turm. Und da schon ein Elixtrank drin war. Elixid. Hier könnte man verweilen. Wenn wir Zeit hätten. Haben wir. Das ewig lange Raufklettern haben wir immer Zeit. Handgranaten, sehr schön. Er klitscht gar nicht, unglaublich. Yep. Fertig hier. Wir machen jetzt die Bullet-Mission, aber zuerst etwas ganz Wichtiges, das ich auch schon lange gewartet habe. So, mein Freund. Spike. Es ist wieder Zahltag. Da du das letzte Mal artig bezahlt hast, sind es ab jetzt nur noch 100 Splitter. Na, was hältst du davon? Was halte ich davon? Vergiss es, kaum. Ich bezahle nicht. Überleg's dir gut, Freundchen. Du willst mich nicht zu deinem Feind. Nur über meine Leiche. Ich hatte wirklich gehofft, es müsste nicht sein. Aber du hast es nicht anders gewollt. Zieh deine Waffe. Dich zerquetsch ich! Olle. Dip, 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 dip. Dip, dip. Oh, ich tot. Passt. Ich wollte schon sagen, ich kann mit ihm reden, wirklich. Oh, Spike, was ist los? Mit Würde bist du nicht gestorben. Was sagst du, Ray? Alles noch dran? Lass mal, es geht schon. Oh, sorry. Er mag mich halt nicht. Okay. Und jetzt lande ich in der Mine wahrscheinlich. Nein, passt, passt. Dann wird gespeichert. Und zur Bullet-Mission gerannt. Oh. Was willst du? Arsch. Arschfresser, nicht Arschfresser. Ich hab vielleicht mal ein paar Mal ins Nichts geschwungen. Oh. Bin da einfach nur da gestanden. Hab nichts gemacht. Oh, gute Arbeit, ich. Einfach da gestanden und nichts gemacht. Oh, zu viel Ausdauer verrannt. Die Rüstung schaut kacke aus. Richtig. Nichts. Oh, ich glaube, ich muss dann bei den Berserkern gleich mal weitermachen. Mir die besseren Rüstungen arbeiten. Bevor ich mit diesen Müll noch weiter rumlaufe. Aber zuerst eine Rettungsmission. Was haben wir hier? Warum nicht? Ich probier's. Muss mein Können testen. Das Biest kaufe ich mir. Yeah. Yeah.
Ich treffe gerade nicht. Was sag ich ja? Jetzt geht schon alles. Jetzt geht schon alles. Das war's mit dem Sterben. Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben. Ah, doch. Jetzt brauche ich nur noch die nächststärkere Rüstung und dann war's das schon mit allen Gegnern. Okay, rauf zu den Spinnen. Puh. Nochmal Mana zerstören. Erst Mana reinschicken. In den Körper. Oh, Ripper. Der nächste Ripper. Ich helfe dir! Ah, ich hasse diese Ansicht, wo er einfach reinzoomt in den Fight. So schön. Nice. Na schau. Sieht doch schon gut aus. Bullet. Ich komme. Ich hole dich für Lucy. Ich glaube, das war's mit ihm. Ich glaube, da wird er nicht lebend rauskommen. Sorry, Bullet. Bist du, das sind viele. Ja, okay, Granaten. Wo sind die Granaten? Hopp, wir kriegen wieder Granaten. Wir brauchen Granaten. Okay, jetzt so. Ja, renn mal rein voraus. Was zum Teufel? Wie viel will der da noch rumschlagen? Oh. Ray, schätze ich. Oh, komm schon, Ray. Oh je. Ich glaube, ich hätte noch ein paar mehr Granaten holen sollen. Oh, das wird ein ewig langer Kampf. Mist, Mist, Mist. Ray schon tot? Ja, ist schon am Boden der Ray. Rückzug. Okay, eine haben wir. Tu das. Okay, wo sind meine Mana-Tränke? Mana!
Oh. So schwierig hätte ich mir den Pferd nicht vorgestellt. Nein, 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 nein. Oh. Oh. Okay, vielleicht bin ich wirklich schon unbesiegbar. Mit Assi-Methoden und Heiltränken und Mana-Tränken. Hey, hey. Oh ho ho. Ha 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 ha. Da drüben ist schon das nächste Viech. Oh, eigentlich hätte ich mir das zuerst reinhauen sollen. Uff. Was ein weiterer. Oh, wir gehen in den Fight. Warum nicht? Bin lebensmüde. Ich glaube, ich bereue es schon. Oh, Ray hat schon ins Grab gebissen. Ich muss aus der Kameraansicht raus, die mich einfach da zum Pferd so mitzübt. Okay, drei Ripper sind zu viel. Eindeutig drei Ripper zu viele. Uff. Und selbst mit der guten Loot. Bullet? Nicht. Ah, kein Mana. Komm. Oh, ich habe mir das leichter vorgestellt. Viel leichter. Viel leichter. Dann tun, was Wertvolles oben ist. Der lebt nicht mehr. Ja. Ja, keine Chance. Knochen. Das ist keine Überraschung. Das Bullet, das nicht überlebt hat. Da haben wir noch mehrere Leichen von Outlaws. Sorry, Bullet. Aber da war nichts zu retten. Gehen wir zu Lucy. Die schlechten Nachrichten übergeben. Armes Bullet. Well, you're the boss now. Ich habe Bullet gefunden. Wirklich? Ist er... Er lebt nicht mehr. Ich habe das hier bei seiner Leiche gefunden.
Zeig her. Lass mich lesen. Liebe Lucy, schreibe diesen Brief, dein Bullet. Oh Gott, Bullet. Warum hat er denn nie was gesagt? Der alte Holzkopf. Ich... Bitte lass mich jetzt in Ruhe. Hier. Nimm das und geh. Ich brauche jetzt etwas Zeit für mich. Sorry. Wo ist Spike? Haben sie ihn schon weggeräumt? Okay. Ein paar Sachen werden wir hier noch gleich erledigen. Jo. Ihr braucht eine neue Wache am Nordtor. Wieso? Was ist passiert? Spike ist tot. Und ich kann mir auch denken, warum. Der Penner war mir schon immer eine Spur zu gierig. Sei's drum. Besser, wir sorgen schnell für Ersatz. Such Ike auf und sag ihm, dass er ab sofort Spikes Job übernimmt. Normalerweise treibt er sich in der Nähe der Arena rum. Es sollte nicht weiter schwer sein, ihn zu finden. Oh, armer Spike. Schon abgesetzt. Wie auf Netflix. Hat er doch gar nicht verdient. Oh, okay. Kümmern wir jetzt um was Wichtigeres. Oh, darauf habe ich schon lange gewartet. Oh, hey, hallo Red. Hast du ein paar Splitter für mich? Scheiße, Red. Geh für dein Geld arbeiten. Wer hat dich denn gefragt? Nein. Ich sehe vielleicht nicht so aus, mein Freund, aber du solltest dich mit mir gut stellen. Bald wird hier schon ein anderer Wind wehen. Und wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen, dann wird diese Ratte die Löcher stopfen und das Schiff behalten. Und glaube mir, das wird passieren. Also, wie sieht's aus? Hast du es dir anders überlegt? Da wird nichts passieren. Vergiss es. Wie du willst. Du solltest dir merken, dass man es ohne Freunde nicht weit bringt. Aber du hast eine Entscheidung getroffen und wer bin ich, sie in Frage zu stellen? Echt jetzt? Ach, naja. Sorry. Chloe sagt, du schuldest ihr Splitter. Und sie schickt dich, um sie von mir zu holen? Ja. Tja, mein Freund, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst? Die schlechte. Ah, du bist wohl jemand, der sich gerne von positiven Nachrichten überraschen lässt, mein Freund. Lass mich raten, das Leckerste auf dem Teller wird bei dir immer zum Schluss gegessen. Also gut, die schlechte Nachricht. Ich habe keine Splitter. Und was ist die gute Nachricht? Ich weiß, wo du die Splitter herbekommen kannst. Ich habe einen Plan. Der Plan wiederum gehört eher zur schlechten Nachricht, mein Freund. Aha. Erzähl mir einfach von deinem Plan. Also, die Sache ist die. Ich weiß, dass Chloe dem Duke Kohle schuldet. Also vermutlich schickt sie dich zu mir, um diese Kohle zu holen. Habe ich recht? Ja. Okay, also geht es hier eigentlich um die Kohle des Dukes, die Chloe ihm schuldet. Also sollten wir ihre Kohle holen. Du willst sie berauben? Berauben ist so ein hässliches Wort. Was ich will, ist Werte umverteilen. Ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Dieser jemand würde mir ein hübsches Sümmchen für den Kram bezahlen, den sie im Keller hat. Und wie es der Zufall so will, habe ich bereits vorausgearbeitet. Ich habe den Schlüssel zu ihren Wertsachen. Wir brauchen nur noch rein, raus, alles verkaufen und fertig. So einfach ist das. Ich möchte sie nicht bestehlen. Tja, mein Freund, du hast aber keine andere Wahl. Einen anderen Weg kenne ich nicht. Aber keine Angst, ich werde da sein und Schmiere stehen. Mal sehen, vielleicht kann ich Chloe ja in ein Gespräch verwickeln. So, dass sie dich nicht dabei bemerkt. Nein. Du siehst nicht aus wie ein Bettler. Wer den Inhalt eines Buches nach seinem Einband bewertet, wird so manch guten Schmöker verpassen, mein Freund. Aber nur unter uns. Diese Rüstung ist nicht meine. Ein guter Freund hat sie mir geschenkt. Ein kleiner Gefallen an der richtigen Stelle kann dir viele Türen öffnen. Zeig mir deine Ware. Na gut. Hm.
Wirklich. Wirklich. Er wird beschützt. Wirklich. Was ist wirklich passiert? Geh jemand anderem auf die Nerven. Geh jemand anderem auf die Nerven. Geh jemand anderem auf die Nerven. Waffe weg. Oh. Ja, damit. Nein, ich will ihn vernichten. Dann gehen wir in die Arena. Dann gehen wir halt in die Arena. Oh. Ich kann ihn nicht vernichten. Oh. Ich kenne den Typen nicht. Jo. Ich warte hier. Dann lass mal. Au. Nicht sogar wisch. Was hat mich denn. Das darf doch nicht wahr sein. Fühlt sich an, als hätte eine Horde Wüstenteufel mich plattgetrampelt. Da kann ich meine Belohnung bei Big Jim wohl vergessen. Aber da ich davon ausgehe, dass du noch gegen ihn antreten willst, schlage ich dir einen Deal vor. Ich will, dass er so richtig auf die Fresse kriegt. Und um das zu gewährleisten, habe ich ein Mittelchen, das dir den Kampf einfacher machen wird. Ich verzichte auf deine schmierigen Tricks. Schmierige was? Dieses Angebot mache ich nicht jedem, also solltest du... Du solltest jetzt ganz still sein. Meine Entscheidung steht. Na schön, dann muss ich das wohl akzeptieren. Ach, was denn? Ist sie wirklich so leichtgläubig? Du gehst vor. Oh, wo ist er eigentlich noch schnell? Hier oben war er zuletzt. Das werden wir in der Arena vermöbeln. Mann, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ich fordere dich zum Kampf heraus. Wir treffen uns. Ja, geht klar. Einen Moment, du wirst hier als Verbrecher gesucht. Melde dich umgehend bei William, wenn du nicht noch mehr Ärger willst. Mit Ike oder mit mir? Wer ist der Verbrecher? Ich geschlafen lieber eine Runde. Oh. Vielleicht, weil ich Red geschlagen habe. Oh. Ich hätte ihn gern töten können. Wollen. Ich hätte ihn töten können. Er hat keine Chance gehabt. Muss ich deutlicher werden? Ich warte hier. Bereit für eine Schelle? Zieh einfach deine Waffe. Klar, oh. Mann. Yep. Red! Mir brummt der Schädel. Alter, du hättest ruhig etwas weniger zuschlagen können. Das war nicht gerade die feine Art. Ah. Aber du hast mich besiegt. Jetzt kannst du bei Big Jim abkassieren. Ich baue mir darauf ein. Hab sicher noch ein paar Reste rumliegen. William will, dass du am Nordtor Wache hältst. Ach was, will er das? Ja. Na, wenn das so ist. Also machst du es? Warum nicht? Regelmäßige Splitter hören sich schließlich nicht schlecht an. Bis dann, Alter. Yep, sicher die richtige Wahl. Du gehst vor. Wie immer. Okay, schauen wir mal bei William vorbei. Oh. Wollte ich nochmal zu Red rüberrennen und in die Presse poliere. Ja, damit ich hasse Red. Red! Oh, mal schauen. Halt! Wenn du glaubst, du kannst hier grundlos Leute angreifen und kommst damit durch, dann hast du dich geschnitten. Entweder du bezahlst deine Strafe oder du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Oh, fünften. Ich zahle meine Strafe. Das will ich dir auch geraten haben. In meinem Fort bleibt nichts unbestraft. Und jetzt verpiss dich. Ike hält am Torwache. Gut, hoffentlich hält er länger durch als sein Vorgänger. Hier, weil du dich darum gekümmert hast. 50 Wegen der Hauptmänner.
Chloe hat keine Splitter. Es gibt 1000 Leute hier im Fort, die ihr etwas schuldig sind. Sieh zu, dass du den Zaster von jemand anderem eintreibst. Wenn du es nicht schaffst, dann habe ich auch keine weitere Arbeit mehr für dich. Mir egal, wie du es anstellst. Aber sorg dafür, dass der Duke seine Kohle bekommt. Mad Bobs Schrottlieferungen kommen wieder an. Sehr gut. Wir brauchen das Metall dringend. Hier, hast du ein bisschen was dafür. Du hast die Zusammenarbeit mit Mad Bob wirklich überlebt. Zeichne mich ernsthaft erstaunt. Du scheinst gut mit Menschen umgehen zu können. Nein, überhaupt keine Ratten. Hosen, oder warum läufst du so geduckt? Ja, ich mach mir in die Hosen. Okay, okay. Suchen wir es nochmal. Goddammit, Red. Kleiner Bastard. Gib mir den Schlüssel. Ich werde Chloe bestehlen. Gute Entscheidung, mein Freund. Hier. Aber sei vorsichtig, nicht, dass du erwischt wirst. Wir werden ihre Schulden mit ihren eigenen Wertsachen bezahlen. Und gleichzeitig werde ich meine Schulden los. Vielleicht erklärst du mir das lieber nochmal. Lass mich nur machen. Der gute Red kümmert sich um alles. Sieh du nur zu, dass du ihre Wertsachen beschaffst. Ihre Truhe steht vermutlich irgendwo im Keller der Bar. Ich werde mitkommen. Am besten wartest du, bis ich sie abgelenkt habe, und dann schlägst du zu. Alles klar? Klar. Dann los. Wenn wir da sind, werde ich mit Chloe reden, sodass du ungestört bist. Keine Ahnung. Vielleicht heule ich sie ein bisschen voll, dass ich anschreiben lassen will. Das regt sie immer furchtbar auf und sollte sie ablenken. Wenn du das Zeitfenster verpasst, musst du anders zusehen, wie du da rankommst. Alles klar? Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich, Red. Eine Werkbank. Ist nur ein Tisch. Nur ein Tisch. Oh. Vielleicht kann ich ihn verpfeifen. Na super. Bring mir etwas bei. Na gut. Hey, warum denn so unfreundlich? Vielleicht die mehreren tausend Splitter, die du mir schuldest? Oder... Halt, warte mal. War es vielleicht der Stoff, den du hier geklaut hast? Halt, nee. Jetzt fällt es mir wieder ein. Es war die Prügelei, die du hier angezettelt hast. Du hast hier Hausverbot. Wieso will das nicht in deinen Schädel rein? Aber... Kein Aber. Ich will dich hier nicht sehen. Verschwinde. Ups, habe ich das Zeitfenster verpasst. Ups, wie konnte ich nur? Wirklich? Wirklich? Hm. Wo ist... Ah. Gott verdammt. Oh, ha, 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 ha. Oh, ja, 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 ja. Komm, sprich mit mir. Oh, Mist, ich hasse dich. Ups, so heimlich. Da, da ist er. Er hat sich gerade an deinen Sachen vergriffen. Du hast wohl gedacht, du kannst mich beklauen, was? Gib das her, sofort. Na los, Red, verschwinde. Den Rest werde ich mit diesem Dieb alleine klären. Das Ganze war Reds Idee. Wenn es seine Idee gewesen wäre, hätte er dich wohl kaum verraten, oder? Erzähl mir keinen Scheiß. Ich denke, ich werde dir mal ein paar Manieren einprügeln müssen. Probier's, probier's. Wenn wir kämpfen, wirst du sterben. Du siehst tatsächlich ganz schön kräftig aus. Aber bestrafen muss ich dich trotzdem. In meiner Bar wirst du nichts mehr zu trinken bekommen. Oh. Und jetzt verschwinde. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Okay. Oh. Man muss nicht mit jedem Mist hausieren gehen. Rats! Denkst du?
Wo ist Red? Bist du das Red? Halt, halt, halt. Bevor du irgendetwas Überstürztes tust, mein Freund. Ja, ich habe Chloe verraten, dass du sie ausrauben wolltest. Und du hast jeden Grund, mich dafür zu bestrafen. Dich, Arschloch, mache ich fertig. Ich habe befürchtet, dass du dich erstmal abreagieren musst. Na gut, dann zieh deine Waffe. Jetzt geht's rund! Ah, Raycraft wieder. Kranke Veranstaltung. Ich weiß, was der sich einbildet. Die Ratte. Was ist passiert? Hast du dich jetzt abreagiert? Ein wenig. Nein. Dann lass mich mal erklären, was ich mir dabei gedacht habe, dich bei Chloe anzuschwärzen. Ich habe das nicht umsonst getan. Wir beide haben jetzt einen großen Vorteil davon, dass ich dich verpfiffen habe. Ich sehe keinen Vorteil, nur dass du mich verarscht hast. Immer mit der Ruhe. Ich habe jetzt Chloes Vertrauen. Und das kommt auch dir zugute. Die Wertsachen von Chloe hätten ihre Schulden niemals gedeckt. Also habe ich mir gedacht, du willst wissen, warum sie den Tribut an den Duke nicht zahlen kann und ich will meine Schulden bei ihr loswerden. Gut zugegeben, du weißt noch immer nicht, warum sie nicht zahlen kann, aber dafür habe ich jetzt ihr Vertrauen. Gib mir ein oder zwei Tage und ich kriege heraus, wo ihre ganzen Splitter hinfließen und warum sie nicht mehr zahlen kann. Der alte Red gibt sich nicht mit halben Sachen zufrieden. Und wieso sollte ich dir vertrauen? Solltest du nicht. Du solltest nie jemandem vertrauen. Aber leider hast du bei mir keine andere Wahl, als mitzuspielen. Außer natürlich, du willst gar nicht mehr wissen, wo Chloe ihre Kohle hat. Du musst wissen, ich mag es, wenn ein Plan funktioniert. Und solange ich absolut alle Parameter unter Kontrolle habe, klappen meine Pläne auch. Hätte ich dir davon erzählt, wäre ich das Risiko eingegangen, dass du es versaust. Aber zurück zum Plan. Ich werde Chloe bearbeiten, komm in ein oder zwei Tagen wieder. Vielleicht weiß ich dann schon mehr. Triff mich dann in Chloes Laden. Wegen Chloe. Hey, hey, so schnell bin ich auch. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Haben wir hier nicht eine Werkbank irgendwo? Oh! Ja, hier. Wurde vorbei. Tschüss.